Moin! Herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach-Map Version 1.8 ohne Gräben. Bin eigentlich gerade auf dem Weg zur Käserei. Hier auf diesem... Was haben wir denn heute eigentlich? Heute ist Mittwoch, ne? Ja, heute ist Mittwoch. Hier am Mittwoch, um die Käserei freizuräumen, damit die weiter fleißig produzieren kann. Und wir auch derweil dann da irgendwann noch wieder Milch hinbringen können, weil wir kommen ja von unserem Milchberg gar nicht runter. Und ich muss gleich mal eben gucken, welcher Lexion denn hier im Verkehr feststeckt. Aber vorher stelle ich den hier eben zur Käserei. So. Ganz so schlimm ist es ja auch noch nicht. Noch produzieren sie. Der soll wohl im Verkehr feststecken. Das ist wohl richtig. So, dann fahren wir vorbei. Sehr schön. Okay. Oh, er hat sich leer. Er hat es geschafft. Cool. Ja, 4 Drescher haben wir gerade im Einsatz. Ich muss mich jetzt hier durchsteppen. Ich hätte auch über die Karte gehen können, habt ihr recht. Vergesse ich eigentlich immer wieder. Das ja auch geht. So, da sind wir. Vorne einmal voll machen, bitte. Eine Ladung. Ups. Scheiße. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Nicht die vom Spawner runterholen, aber egal. Wo werden wir den Käse am besten los? Käse bei McDonald's. Frischkäse bei Edeka. Na, das passt ja. Dann fahren wir da doch auch mal hin. Solange hier meine Drescher alle vernünftig laufen,
Das brauchen wir ja nicht. Weil mit Anhänger ist er natürlich eigentlich relativ beschissen zu fahren, auf Deutsch gesagt. Ich glaube, ich bringe aber alles zu Edeka. Ich glaube, da habe ich mehr von. So, mein Haferdrescher ist voll. Kann ich nur hoffen, dass er jetzt... Ja, sieht aber so aus, als ob der Abfahrer dahin fährt. Ja, und er tankt ab. Ich links oben im Inspect-Plugin sehen kann. Feld 19, der ist auch voll, aber der Abfahrer ist auch schon auf dem Weg. Ja, das läuft. Hier die Druckerei haben wir auch immer noch nicht versorgt. Die haben wir auch noch nicht versorgt. Abladen. Dann läuft auch hier einmal die Gelduhr nach oben und den lassen wir jetzt einfach mal hier stehen. Na, jetzt verdienen wir gleich wieder was. Das ist doch schön. So, mein Weizenabfahrer ist auch unterwegs auf Feld 2. Ja, das ist doch super. Da brauchen wir hier einfach nur gucken. Mal gucken, wie viel Kohle wir jetzt hier mit dem Verkauf machen. Diese sich bewegenden Paletten, die dann gleich wieder irgendwo in irgendwelchen Feldern liegen wahrscheinlich. Ja, die Gelduhr läuft noch. Ja, da wird verkauft. Da sieht man's. Jetzt blockieren sich MB-Tragung und Klaas Axion selber, oder was? Ich schalte mich mal durch, ne? Ich guck mal, was meine Fahrzeuge so machen. Ja, halt nicht das Schickste, aber... Aber er kommt runter. Es dauert ein bisschen. Der Drescher ist bis dahin schon fast wieder voll. Aber er schafft es.
man sagen. Kippst aber jetzt doch bitte ab. Hier sind wir auf Feld 19, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Oha. Und dann gerade beim Abbunkern. Ja, mach mal eben leer. So, der Klaas fährt wieder im Kreis mit Sicherheit. Der 900er. Wie ich sagte. Ja, also ihr seht, es ist immer noch was zu tun, auch wenn man das alles mit Cosplay hier macht. Bleibt immer noch manuelle Arbeit. Um hier das alles fertig zu kriegen. Gelduhr läuft immer noch. Schön. Schön alles einfahren. Ihr fängt es hier gerade an zu gewittern. Gab da noch irgendein Feld für 4,7, was ich kaufen wollte? Ich meine, da werde ich jetzt nicht rankommen an die 4,7 Millionen. Da müsste ich noch ein bisschen Bier verkaufen. Aber könnte ich die Ernte noch ein bisschen ausdehnen. Haben sowieso genug zu tun. Ich meine, wenn man sich mal anguckt, was uns alles hier gehört. So, wir sind oben auf Feld 21 gerade mal am Anfang. Feld 19 sind wir schon sehr weit. Feld 2 sind wir schon sehr weit. Also eigentlich gleich fertig. Ja, aber es ist doch noch einiges zu tun. Feld 26, da werde ich mal zusehen, ob ich das da irgendwie hinkriege, dass ich da mehrere, dass ich da wieder mit einem Verbund fahre, mit zwei Dreschern oder so. Und dann werde ich, glaube ich, auch alles erstmal nur zum Eierhof bringen, in Silo. Ja, Haferflockenproduktion funktioniert auf jeden Fall.
Sehr schön. Welches Feld war denn noch, was ich noch kaufen wollte mit 4,7 Millionen? Feld 32 war es, glaube ich. 4,7. Tatsächlich. Warum? Weizen. Naja, mal gucken. Mal gucken, ob wir sie in den nächsten Tagen die. Ja, die, ne? 4,7 Millionen erreichen. Noch während der Ernte. Dann kaufe ich den, das auf jeden Fall. Ja, den können wir dann nachher umsetzen auf Feld 1. Morgen machen wir das. Für heute sind wir nämlich hier am Ende. Leute, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, Kommentar, Like, Abo. Freut mich tierisch. Unterstützt ihr mich auch mit. Und ansonsten kommt bei Facebook vorbei und bei meiner Homepage Friesenjung13. Und in diesem Sinn verabschiede ich mich von euch mit hier einem schönen Bild eines Lexions, der einsam seine Runden durch ein Haferfeld zieht, ein Rapsfeld zieht. Entschuldigung. Und sagt ciao!